Jonah, ich bin jetzt im Tempel. Ich glaube, wir haben hier auch was. Einige Zahlen. Ich überprüfe das. Zwei Räder. Die Zahlen auf den Säulen scheinen Anfänge von Daten zu sein. X-Chell ist links, Chuck-Chell ist rechts. Oh Gott. Ach, da ist es ja. Ich bin ja auch blind. Ich sehe es nicht richtig. Erstmal drehen. Ich will erstmal gucken, wie das System hier funktioniert. Hä? Da. Ist ja mega easy. Wenn sich hier wirklich Leute über den Schwierigkeitsgrad vom Spiel beschweren. Einfach nur wow. Kann ich hier drüben was machen? Ah, ja. X-Chill. Was? Ganz ruhig jetzt. Aber das kann ich doch sogar nicht machen. Ich habe doch nur zwei von diesen Steinen. Hä? Was ist denn das für ein Bullshit? Okay. Ah, ne, jetzt habe ich drei, okay. Der hier wäre... Ja, das haut dann trotzdem hin. Ich drehe mal diese komische Schale oder was das ist hier hin. Nee, scheint falsch zu sein. Hä? Ich lasse es erstmal. Und auf der Seite wäre es dann die drei. Oder? Ich verstehe es nicht. Ich hoffe, das stimmt so. Okay, scheint zu stimmen. Noch eine Tür? Das kann nicht alles sein. Verdammt, das war so klar. Okay, da ist noch was. Knapp. Ich verstehe aber jetzt nicht, was ich als letztes machen soll. Spiel, sprich mit mir. Okay. Das letzte Stückchen vom Rätsel ist wirklich ein bisschen knackig. Ich stelle mich mal ein Stück zurück. Vielleicht sehe ich da was.
Ah. Das hier hat sich verdreht. The fuck? Und hier? Das Ding da verwirrt mich noch. Mal gucken, was passiert, wenn ich jetzt drücke. Nee, immer noch nicht. Oh, gut, dass ich schnell bin gewesen und so. Die Seite scheint zu stimmen. Nee, scheint sie auch nicht. Vielleicht so. Ich habe auf der gar keinen Strich. Fällt mir gerade so auf. Einen normalen Strich habe ich hier doch gar nicht drauf. Nee, habe ich echt nicht. Jetzt fühle ich mich ein bisschen doof. Gameplay. Ich mach's doch mal auf normal. Vielleicht gibt Lara mir einen Tipp. Nein, das wollte ich... Nein! Spiel! Die Symbole müssen passen. Ja, ach wirklich, Lara? Aber ich verstehe nicht, wie... Die Symbole müssen passen. Ja, das ist mir bewusst, Lara, aber ich verstehe nicht, wie. Eins, drei, drei vielleicht? Oder hier den Strich? Ich mach mal hier den Strich. Und hier... Da drüben ist ja nichts. Mach mal jetzt Zimmer. Okay. Hey Jonah, geht's voran? Ein unvollständiges Datum und eine Darstellung von Chuck Chell. Ich habe hier zwei Daten und X-Chell. Das linke Datum kenne ich irgendwoher. Das Foto aus Cozumel. Vielleicht ist da ein Hinweis. Okay. Ich stelle mal meine Rätselschwierigkeit wieder auf schwer. Gameplay. So. Wir sollten ins Inventar gucken. In der langen Zählung der Maya besteht jedes Datum aus 5 Zahlen. Diese Zahl wurde beschädigt und sieht wie eine 13 aus. Ist aber in Wahrheit eine 8. Das macht einen Unterschied von 2000 Jahren und vollkommen andere Positionen der Sternbilder aus. Der Sternweg führt also nach Westen, zu irgendeinem Ort in Peru. Die letzte Zahl auf der linken Säule ist eine 0. Eine 0? Die letzte Zahl auf der linken Säule müsste eine 0 sein. Denk mal, das hier ist die Null. Würde jedenfalls Zelle geben. Nein, ich wollte C. Okay, Jonah. Was ist die letzte Zahl für Chuck Chell? Waagerechte Linie mit 2 Punkten darüber. 7, oder? Danke. Waagerecht. Der Strich mit 2 Punkten.
der da. So, jetzt soll es eigentlich funktionieren. Oh, bitte komm, jetzt nicht noch was. Ich dachte schon. Das war's. Jonah. Hey Laura, hier Abby. Oh, hey Abby. Hier ist eine Wandmalerei. Es stellt offenbar etwas wie eine Reise dar. Dem Zugang durch ein Jaguarmaul folgt eine Schlange in Richtung des Silberauges. Aha. Unterwegs ist eine Spinne und ein Adler steigt zu einem Tempel auf. Okay, das meiste davon sagt mir nichts, aber ich weiß, wo das Jaguarmaul ist. Wirklich? Ja, Katzenskulptur, große Zähne. Oh, er ist zurück. Laura, bist du okay? Ja, ich gehe zurück. Gut, das hier wird dir gefallen. Balams? Balams ist das Maya-Wort für Jaguare, die Maya wegen ihrer majestätischen Schönheit und gefährlichen Anmut verehrten. In den Dörfern der Maya gab es 4 Akantuns, Götzen, die in jeweils einer Ecke des Dorfes aufgestellt wurden. Nachts kamen 5 Geisterjaguare in das Dorf, wobei 4 von ihnen an den Akantuns Wache hielten. Der 5. und kleinste Balam wiederum koordinierte ihre Bemühungen, das Dorf vor bösen Dämonen und Geistern zu beschützen. Ah. Das ist krass. Solche Geschichten sind echt krass immer. Dass die Leute sich damals immer zusammengesponnen haben. X-Tab. Selbstmord galt bei den Maya nicht als Frevel, sondern als ehrenhafter Weg, aus dem Leben zu scheiden. Indem jemand Selbstmord beging, konnte er somit die Unterwelt umgehen und direkt ins Paradies kommen. Genau wie andere, die einen ehrenvollen Tod gefunden hatten. Geopferte, so wie in der Schlacht, bei der Geburt eines Kindes oder beim Ballspiel Verstorbene. Begleitet wurde der Selbstmörder auf seinem Weg ins Paradies von dieser Göttin, Ixtab, die auch Seilfrau genannt wurde. Sie war die Göttin des Selbstmords, insbesondere durch Erhängen, und manifestierte sich als verwesender Leichnam mit einer Schlinge um den Kopf. What? Es klingt echt schon krass. Ich hoffe, ich komme hier später nochmal hin. Ach nee, kann ich nicht. Ich kann den Dialekt nicht bestimmen. Ach Mann. Geht aber noch nicht. Egal jetzt. Interessant. Ich habe keine Ahnung, wie Lacher da drauf es entziffern kann. Krallen des Adlers. Benutzen Sie einen Seilfall von echten aus, um Feinde zu töten und aufzuknüpfen. Ah, das ist nice. Pfad der Toten. Das klang jetzt schon... Nein, 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 Lara! Ja, es ist mir klar, Spiel. Mistviecher. Die gingen mir damals in Tomb Raider 3 schon mega auf den Senkel. Thank you.
Gott, ich hoffe, das schaffe ich noch bis zum nächsten Luftloch. Ach, da vorne ist ein Luftloch. Ja, Lara, warte, warte, warte. Sekündchen noch. Lach. Croft. Gut. Das war jetzt aber eben echt ein bisschen sehr riskant. Interpretiere ich das richtig? Scheinbar? Ich hoffe. Ja, gut. War korrekt. Ich mach noch bis zum nächsten Kontrollpunkt, in der Hoffnung, dass jetzt keine Zwischensequenz kommt. Ich mache nämlich schon wieder 20 oder 30 Minuten fast länger, als ich eigentlich wollte. Lass das doch. Tut mir leid. Hat sonst jemand geschafft? Keine Ahnung. Basislager? Ihr Omikron-Team. Wir wurden angegriffen. Basislager, komm! Irgendwas? Ruhe. Muss was hören. Okay, hier machen wir dann den nächsten Part weiter. Wir sehen uns dann wieder. Und tja, bis dahin, ciao. What a waste for you to-